Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Coma Recard. Beim letzten Mal haben wir den komischen Mann getroffen, wir haben eine komische Schülerin getroffen und unsere sexy Klassenlehrerin möchte uns umbringen. Okay. Ich muss gerade nochmal gucken wegen der Steuerung. Das ist das. Das ist Taschenlampe. Wie habe ich mich gerade hingesetzt? Hallo. Ah, so renne ich. Ach so. Okay. Er hat gesagt, wir müssen irgendwo dahin. Da treibt sich irgendein Mädchen rum. Wir wissen noch nicht, wer. I can't. Something's blocking the way. Was war das da? Ich meine, wir hätten uns ja eigentlich ganz gut umgeguckt, behaupte ich, denke ich. Weiß ich nicht. Ich möchte eigentlich schon wieder aufhören. Hatten wir nicht eine Karte? Ah ja, ich kann mit dem Spiel pausieren, das ist gut. Aber hatten wir nicht eine Karte irgendwo? Einfach die Laufgeräusche weitergehen, obwohl es passiert ist. Wie konnte ich denn? Notes. Wie konnte ich denn nochmal? Oh, jetzt habe ich. Ich weiß die Steuerung nicht mehr. Wie kam ich denn nochmal da unten hin? Wie konnte ich denn nochmal meine Sachen aufrufen? Ist das Report Card? The so-called Key. Ah, das war das. Ach, ja, okay. Ich bin doof. Ich weiß nur nicht mehr, wo er gesagt hat, wo das Mädchen war. In welchem Stock? Ich weiß nicht, ob er ein Stockwerk gesagt hat. Wir gehen mal nach oben, wenn ich nochmal weiß, wie man nach oben kommt. So. Alter! Alter! Du dämliche Kuh! Ich spiele gerade mal 3 Minuten, na 4 Minuten knapp. Wenn überhaupt. Alter! Ja, kann ich denn jetzt hier überhaupt noch rausgehen? Wartet sie jetzt nicht da draußen auf mich? So ein Scheiß. Bleiben wir jetzt einfach mal auf dem Stockwerk. Ich weiß jetzt nicht, ob sie wieder zurück ist. Hab ich mich eben verjagt, Alter. Die dämliche Kuh. Huch. Natürlich super, wenn man die Steuerung nicht mehr so drin hat. I found a bottle of water, but my bag is full. Es ist toll, wenn man die Dings nicht mehr so drin hat. A coin. Die Steuerung und dann wird man gejagt. Wunderbar. Ich habe ihre Schritte gehört. Ahem.
Wir haben eine Coin gefunden, das ist super wichtig. Also treibt sie sich jetzt hier rum. Dann können wir vielleicht ein Stockwerk höher gehen. Oh. Ich wollte mich jetzt. Ja, sehr gut. Das ist super nervig. Wenn ich nicht weiß, wo sie sich rumtreibt. Das ist ja eklig. Ich warte jetzt nur, bis mein Dings aufgeladen ist. Geh mal halt mal runter. Alter, was war gerade das? Okay, sie sieht mich trotzdem. Das ist ja ätzend. Vor allem ist es ätzend, dass sie jetzt hier ist. Och Mädchen, lass mich doch in Ruhe. Das ist ja zum Kotzen. Das ist gerade eher frustrierend. Ich weiß auch nicht, wann man dieses komische Versteckending benutzen soll, wenn, sobald sie einen gesehen hat, es doch eh vorbei ist. Wo soll ich denn jetzt eigentlich hin? Wahrscheinlich aber alles durchgeguckt zu haben. Hier könnte ich nochmal saven. Helf mir einfach mal. Vielleicht schaffe ich es ja auch mal, irgendwie 5 Meter zu gehen. Ohne dass die Tante mich ständig nervt. Ach Gott. Hi. Was machst du denn hier? Moment, ich gucke erstmal, ob hier irgendwas ist, was ich mitnehmen kann. Aber ich glaube, das habe ich mal alles schon angeguckt. Egal. Hi. G-Soul. Ja, was war das? Wer war... Ich glaube, sie ist. Ne? You're still in one piece. Color me impressed. Color? Ist es nicht Call Me Impressed? Where have you been? I was looking all over for you. Ja? Ist alles? Aha. Ich weiß nicht, warum der Dialog plötzlich aufgehört hat. Well, you found me. You might not be so hopeless after all. Time to show off my sleuthing skills. Ich habe keine Ahnung, was für Skills das sein soll. Tell her I found my report card. Tell her I found someone's report card. My report card ist das doch. I found my report card. It was just lying on Miss Song's desk. Oddly enough, it was the only one there.
Alright, let's see if you're smarter than you look. Odd. I've never seen anything quite like this. Did you find something, like another clue? No, it's just these scores. They're so bad. Oh, come on! Three failed subjects. Wait, it can't be. Alright, I get it. No need to rub it in. No, I have a reason to believe this might be why you're here. It's too much of a coincidence. You need to keep searching. What's next to the main building? Well, there's the gym, swimming center, and the north building that was just remodeled. Let's see your map. You mean this one? Yeah, that's the north building. It's where the library, conference room, music room, and the PA center are located. Oh yeah, the art room's there as well. Maybe there's more to the report card than your mediocre grades. They're focusing on the three subjects you're failing. Maybe you'll figure out what happened to your math, social studies, and art scores. My sixth sense tells me the North Building is at the center of all of this. If you can find a way inside, you may find the answers you're looking for. Your sixth sense? Okay, let's be honest. If things were not so completely insane right now, I'd be inclined to think you're crazy. I survived this long, so level with me. Just who or what are you? You're like a living, breathing enemy character or something. Brace yourself. This might be a bit much to take in. This is not your actual school. It's a twisted reflection of your waking world. We call it the coma. I'm an adventurer of sorts. Some call us ghost village. Vigilance? Was auch immer da steht. I explore places with dark histories, like your school. If a location accumulates enough negative energy, it manifests as this shadow realm. Oh, thanks for clearing that up. Everything's total makes sense now. Listen, I'm trying to help you. The coma's getting more unstable with each passing second. Your stalker will get stronger the longer you remain here. Your time is running out. Make of that what you will. Okay, okay. Let's say you're right. If I go to the North Building, you think I find some answers about what's made this place go to hell? Now, he can be taught after all. If you had been this attentive in the three classes you failed, maybe your grades would be better. Is wooden? Als Mehrzahl? Keine Ahnung. Hey, no need for the slow shot. These grades are clearly the result of malevolent force at work, or something like that. Yo, don't you have better things to do? I'm busy, standing here and look pretty. Okay. North Building. Wir sind im West Building. My report card, ja. Main Building. Go to the North. Oh mein Gott, ich muss jetzt einmal komplett durch den Westflügel, dann durch den Main Flügel, um dann in den North Flügel zu kommen. Gibt's keine Abkürzung. Wie übers Dach oder so.
Was ist das denn? Ich kann hier nicht speichern. Ich sehe was zum Speichern. Ja. Nur damit ich den Dialog nicht nochmal machen muss. Falls mich die Tante jetzt umbringt. Ah. Die ist super nervig. Das Problem bei solchen Dingen ist, dass wenn es zu häufig passiert, das so ein bisschen den Horror rausnimmt aus der Geschichte. So ein bisschen. Ist der Writer noch da? Nö. Where did he go? He's gone now. Here's a memo of what he wrote down. I don't like mad dogs after school lessons. Of course I know my math score was horrible, but attending his two-hour class is a waste of time. I don't need to study something I won't use after graduation. The university I want to get in won't be considering my math score anyway. It just doesn't understand he's wasting my time. Unknown. I don't think it's what he knows, but something he's heard. He's the one responsible for hanging all these notes around the school, but to what end? Anyway, I wouldn't wanna attend Mad Dog's lessons either. That would be the most stressful after school program in the world. Okay, ich dachte, ich gucke vielleicht nochmal, ob sich irgendwas... Ich könnte Sachen kaufen, aber mal noch nicht. Aber ich meine... Also jetzt mal so unter uns, ne? Ich war ja jetzt auch nicht... Also... Ich habe meinen Realschulabschluss gemacht. Ich glaube, das war mit 2,6. Also ich bin jetzt nicht die schlauste Birne im Leuchter, aber... ist es nicht... Egal, ob jetzt die Universität, auf die ich gehen möchte, meine Mathe-Note berücksichtigt oder nicht. Wobei ich mich frage, was das denn für eine merkwürdige Universität ist. Weil ich hätte es gesagt, Mathe, die Muttersprache, also Mathe und die Muttersprache, die Beherrschung der Muttersprache sind eigentlich so grundlegende Dinge, die man haben sollte und da... können sollte und auch gute Noten haben sollte. Ich meine, Mathe brauche ich nicht nur für die Universität. Wenn ich im Supermarkt stehe, sollte ich auch grob ausrechnen können, was mich mein Einkauf kostet. Oder ob diese angepriesene Großpackung tatsächlich günstiger ist, wie wenn ich eine einzelne Packung kaufe. Oder ich sollte verstehen, wo der Unterschied zwischen Kilo und Gramm ist oder Liter und Milliliter und so Geschichten, ne? Ihr wisst nicht, wie häufig ich einen Dreisatz benutzt habe, allein im Supermarkt, nur um rauszufinden, ob das jetzt wirklich ein guter Deal ist oder nicht. Just saying. Ich brauche Mathe sehr viel im Leben. Braucht man gar nicht zu glauben. Muttersprachenkenntnisse, meine Güte. Von meinen Englischsprachkenntnissen will ich gar nicht reden, auch wenn ich hier echt kacke bin im Vorlesen. Ich verstehe wenigstens, worum es hier geht. Moment, in welchem Stockwerk? Alter, du dämliche Kuh. Darf nicht mal auf die Mappe gucken. Das Problem ist, jetzt bin ich wieder im Westbuilding und kann nicht gucken, wo da der Exit ist. Ich gehe mal davon aus, ich muss runter.
Ach so, Moment, ich kann ja, ich bin ja doof. Ich kann ja so gucken. Also von wo komme ich denn? Aus dem dritten? Das heißt, ich muss die Treppen ganz runter. Wir waren noch nicht in dem Underground Storage oder in dem Underground Parking Lot, oder?